auch unter Wasser, dann muss man noch so tun. Okay. Also, nee, der Witz ist hier, das ist ein derselbe Stein wie von dem Altar. Ja. Und wir haben es mal getestet für den Gottesdienst. Mhm. Haben wir hier, das ist das, was der Bischof da macht, das ist dieses Feuer. Und das müssen wir schauen, wie man das sauber bekommt. Und wie der Stein jetzt danach aussieht. Nicht so schön. Ja, das ist ja das Feuer von der Segnung des Altares. Und das darf man ruhig hinterher sehen, dass das nochmal ein Feuer war. Aber sie. Feuer? Nee, wir haben es gemacht vorhin. Jetzt ist es abgekühlt. Nee. Waren wir schon dabei? Nee, das war vor über einer Stunde. Ja, das ist jetzt noch das Öl. Das ist immer noch ein bisschen heiß. Wenn man das abwischt, sieht man davon nichts mehr. Ja, das ist jetzt die Frage, wie weit, wenn man es sauber macht. Guck mal, das ist doch kein Problem. Das ist kein Problem mit dem Feuer. Wie habt ihr die Risse gemacht? Das sind die Kreuze, die Segenskreuze. Lässt sich alles wieder gut beseitigen. Ne? Ja, aber das soll doch eingebrannt werden, so kenne ich den Ritus. Es muss doch Spuren hinterlassen. Ja, aber es ist aber, ja, nur wenn es die Imprägnierung zum Beispiel so kaputt machen würde, dass es hinterher wirklich dicke Spuren gibt. Aber so sieht man, dass da was war, aber auch, auch mehr nicht. Also es ist nicht wirklich verglauben. Ordentlicher Granitstein ist das. Abgehört. Ja, die Versiegelung. Genau, das ist der Schliff. Und die Imprägnierung. Also, ich habe das so gelernt, dass Zeichen bestehen bleiben müssen. Ja, deswegen ist ja auch das hineingefräste Kreuz. Ja. Dass man weiß, dort war es. Genau. Naja, und wir wollen ja jetzt hinterher ein weißes Tuch drüber legen für die Messe. Genau. Aber wenn man dann mal wieder guckt, wenn das drunter ist, weiß man, der ist gemeint. Also, wenn ein Altar neu ist. Ich bin zu spät gekommen. Ja, das ist, also, zur Erklärung nur. Das ist schon vorbei. Wenn ein Altar neu ist, das machen wir eben jetzt am 1. September, dann wird der Bischof wird eben auch so einen Docht nehmen, wie hier. Ich weiß nicht, wie er es, dass ich mache. Und dann Weihrauch drauf und das anzünden. Das haben wir eben an der Stelle hier gemacht. Und ich wollte schauen, wie es jetzt aussieht. Und dann gibt es ein Feuer an 5 Stellen, in der Mitte und dann in 4 Ecken. Und währenddessen läuft dann der Gottesdienst weiter. Und nur dann müssen die Ministranten kommen und es sauber machen. Nein, die Männer müssen putzen, das habe ich auch gelernt. Genau, naja, wir können. Oh Mann, das ist voll gemein. Ich will aber auch mal sehen. Das ist die beste Messe, die es gibt. Die Männer putzen, dürfen Feuer machen, finde ich super. Das ist viel zu selten. Wie die Männer immer machen, grillen und...